Ich bin Birgit, ich bin 47 Jahre alt, bin verheiratet und habe zwei Töchter. Wir haben ein Dienstleistungsunternehmen und arbeiten auch vorwiegend im Gesundheitssektor, im Dialysebereich. Und zum Thema Impfen hatte ich eigentlich immer schon keine gute Einstellung. Und für mich war eigentlich klar, ich lasse mich nicht impfen. Dann ist natürlich wie bei allen der gesellschaftliche Druck gewachsen, Familie, Freunde. Also die meisten haben sich impfen lassen. Und wir arbeiten eben auch im Gesundheitssektor. Es ist aber so, dass ich eigentlich nicht in dem Bereich direkt tätig bin, also mehr im Managementbereich. Aber dennoch war es für mich einfach so zweischneidig. Der Grund war dann eigentlich, warum ich mich impfen habe lassen. Ich habe ein Beratungsgespräch vereinbart in München. Der Arzt ist mir empfohlen worden. Das wäre ein sehr einfühlsamer, netter Arzt. Und genau, ich bin da hingefahren und wollte mich wirklich nur informieren. Und das hat sich dann als gegenteilig bewiesen. Also es war wirklich ein blanker Horror im Nachhinein. Der war extrem beleidigend, anmaßend, hat mehr oder weniger uns als minderbemittelt hingestellt. Also es war wirklich eigentlich schrecklich. Und dann meinte er, er hat noch einen Impfstoff da, also das können wir jetzt machen. Ja. Und ich habe mich einfach da klein machen lassen. Ja. Da bin ich einfach dann schwach geworden. Und am Anfang hatte ich nur ein bisschen Schwindel, nichts Aufregendes. Und nach 2 Wochen ging es wirklich los mit heftigen, diffusen Kopfschmerzen und einer Übelkeit wirklich, also 24/7, also es war wirklich durchgehend Übelkeit und ein Schwächegefühl. Und das ging einfach nicht weg. Ja. Das hatte ich dann wirklich über 6/7 Wochen. In der Zeit hatte ich Gott sei Dank eine Vorsorgeuntersuchung beim Frauenarzt. Und ja, da ist dann herausgekommen, dass ich höchste Gebärmutterkrebsstufe habe. Also der HPV-Virus, der ist so richtig in Form gekommen. Ja. Weiß man mittlerweile auch, dass einfach sämtliche Viren durch die Impfung aktiviert werden können. Ja, ich hatte dann eine Biopsie. Ist aber dann irgendwie alles schief gelaufen, weil ich extreme Blutungen bekam, musste dann eine Nukleonisation machen, kurz vor Weihnachten. Die hat auch nicht so geklappt, weil sie nicht alles rausbekommen haben. Und dann hieß es auch plötzlich, ich hätte ein von Willebald-Syndrom. Also so ganz komische, diffuse Blutergebnisse kamen plötzlich raus. Es hat sowieso geheißen am Anfang. Der Arzt meinte in Pfaffenhofen, sie haben sowieso Krebs, das schaut alles überhaupt nicht gut aus. Und dann ist mir eigentlich empfohlen worden, dann im Februar wirklich die Gebärmutter zu entfernen, was ich dann auch gemacht habe. Ich hatte das große Glück, dass ich eine Ärztin bei uns gefunden habe, die mir eine Impfunfähigkeitsbescheinigung ausgestellt hat nach der ersten Impfung. Und die hat einfach gesehen, wie es mir geht und hatte einfach große Angst, weil sie ja wusste, ich muss operiert werden, dass die mich einfach dann zur zweiten Impfung zwingen. Ja, dafür bin ich unheimlich dankbar. Also das war für mich einfach so ein Gesehenwerden. Ich weiß, dass ich da großes Glück hatte, weil einfach die meisten Ärzte den Mumm dazu nicht gehabt hätten. Und dafür bin ich unendlich dankbar. Also wenn ich morgens aufstehe, bin ich einfach total fertig. Ich bin wirklich wie, als hätte ich die ganze Nacht nichts geschlafen. Ich nehme da meine 12, 13 Tabletten, Aminosäuren und also wirklich sämtliches Zeug und trinke dann neuerdings einen Bulletproof Coffee. Ob der jetzt so gesund ist, weiß ich nicht, aber der pusht mich halt einfach. Gott sei Dank vertrage ich Kaffee. Das mache ich jetzt so seit einer Woche und der hält mich dann so 4-5 Stunden einigermaßen fit, damit ich das Nötigste machen kann. Aber die Bürotätigkeit übernimmt fast alles mein Mann, weil ich wirklich am Stück mich nicht konzentrieren kann. Vergesse einfach Sachen und das ist ja nur eine Symptombekämpfung. Ja. Aber letztendlich kommt es dann wieder zurück, dann lässt der Kaffee nach und dann ist mir einfach wieder total übel und ich könnte mich einfach nur hinlegen und schlafen. Und also es ist verbunden mit dem Essen, dass es halt immer schlimmer wird. Ja, ist gastrologisch schon alles abgeklärt worden. Aber Sport geht gar nicht. Spazieren gehen mit dem Hund, einfach mal eine Viertelstunde, 20 Minuten. Das ist das absolute Maximum. Es ist Gott sei Dank Unterstützung jetzt von meiner kleinen Tochter im Haushalt, weil die Große ja auch momentan wirklich nichts machen kann. Darf nichts heben wegen ihrem Rücken. Die unterstützt mich da wirklich dabei, ja.
Aber so am Abend irgendwie nur kochen für die Familie, das ist nicht mehr drin. Da bin ich echt total platt. Ja. Man sieht es auch ganz deutlich am Blutbild, dass meine Entzündungswerte einfach sehr erhöht sind, gerade die Interleukinwerte und die Autoantikörper, also sprich der Rheumafaktor ist erhöht bei mir, dann der Schilddrüsenwert ist erhöht, diese Antikörper. Und ja, das sind alles Entzündungen, stille Entzündungen im Körper, die einfach wiederum viel Schaden verursachen können, die Krebs verursachen können. Und ja, die sind einfach verantwortlich dafür. Auch bin ich davon überzeugt, eben, dass man sich einfach ständig müde, schlapp fühlt, weil der Körper natürlich ständig auf Hochtouren arbeiten muss. Jetzt gibt es auch eine neue Blutuntersuchung. Da kann man die Spike-Proteine messen lassen. Das werde ich jetzt auch noch machen in 2 Wochen. Da bin ich schon gespannt. Und ja, dann versuche ich einfach eine passende Therapie zu finden, um dieses Zeugs loszubekommen. Ich habe natürlich große Angst. Es ist so, dass in meiner Familie sehr viel Krebs vorherrscht. Also wirklich von allen Seiten mütterlicherseits. Meine Mama ist ja früh an Krebs gestorben. Großmutter, Opa, mein Vater hat Krebs gehabt. Also das ist natürlich die Angst, weil ich habe ja keine oder ganz wenig Abwehrkräfte oder meine Zellen können keine Krebszellen mehr abwehren. Das ist wirklich bei mir im untersten Bereich beim Blutbild. Und dann denkt man natürlich weiter, ja, wenn das nicht besser wird. Deswegen habe ich jetzt eben auch extrem meine Ernährung umgestellt, ist wirklich überhaupt kein Zucker mehr. Versuche Gluten zu vermeiden. Man muss natürlich aufpassen, dass man sich nicht völlig verrückt macht, ja, die ganze Familie mit dazu. Aber ich habe für mich jetzt beschlossen, dass ich hoffnungsvoll bin, weil alles andere ist nicht gut. Und man weiß ja mittlerweile, wie wichtig das Mindset ist. Die Gedanken spielen so eine große Rolle und die haben einfach Einfluss auch auf unsere Gene und auf unseren Körper. Davon bin ich fest überzeugt. Und deswegen versuche ich einfach, positiv zu denken. Ich bin jetzt Gott sei Dank in eine Gruppe gekommen in München mit Gleichgesinnten. Und das tut mir unheimlich gut. Ja, ich kann mich einfach austauschen. Und man fühlt sich einfach auch nicht mehr so allein, weil ich schon merke, dieses Umfeld wird halt immer so, ja, wird dann oft auf meine Ernährung geschoben, weil ich Vegetarier bin. Und so wirklich ernst genommen wird das Ganze nicht. Ja, das spürt man halt einfach. Und es gibt Menschen, die mich da unterstützen und hinter mir stehen. Aber das ist nicht so einfach. Eine andere, durch die ich in die Gruppe gekommen bin, die hat wirklich 24/7 Kopfschmerzen, die muss seit 2 Jahren, die muss so viel schlafen untertags. Da denke ich mir dann schon wieder, ja, ich kann Auto fahren. Und da, wo man wirklich denkt, also da, wie will man da noch positiv denken, gell? Sämtliche Therapien schon hinter sich hat, von Blutwäsche, also auch wirklich ein Unsummen von Geld kostet, was man alles selber bezahlen muss. Wo ich jetzt eben selber auch überlege, ob ich es mache oder nicht. Erst habe ich gesagt, nein, das muss irgendwie anders gehen, aber jetzt denke ich mir, na, was hilft mir das, ja? Also, das ganze Denken, es ist schon, dass ich Phasen habe, also da, wo ich dann irgendwie dann einmal weine oder so, wo es mir wirklich dann überhaupt nicht gut geht, weil ich mir denke, na, also gesund werde ich eh nicht mehr, so wirklich, oder dann kommt halt irgendwie ein Krebs daher. Ja, aber es hilft nichts. Ich habe 2 Kinder und da muss ich einfach schauen, dass ich da stark bleibe, ja. Ja. Wenn dann Nachfragen kommen, ja, ist der immer noch schlecht? Echt, ist der immer noch schlecht? Ja. Also mir ist halt auch total schlecht. Also irgendwie habe ich was falsch gegessen. Also so diese, das kann ich mir einfach nicht mehr anhören, gell? So, dieses nicht gesehen werden, ja. Wenn ich jetzt so rausgehe, dann sieht ja keiner, dass es mir nicht gut geht, gell? Denkt sich ja jeder, die ist ja gesund. Oder vorgestern, letzte Woche waren wir mal beim Essen. Weil der Schwiegervater auch zeitgleich gestorben, als ich Corona bekommen habe. Und ich auch mit der Schwiegermama, ich lade sie ja nie zum Essen ein oder so, weil mir das einfach alles zu viel ist. Dann habe ich gesagt, ja, dann gehen wir halt 6 zum Essen, ob man jetzt daheim vielleicht ist oder beim Essen. Dann mache ich halt ein Pokerface und reiße mich halt zusammen. Ja, tut mir ja nichts. Einfach Sachen wie Yoga, das nicht wirklich meine Leidenschaft ist, das geht halt alles nicht mehr. Aber ich bin guter Hoffnung, dass es wieder wird. Ja.
Ich glaube, die Ärzte wissen einfach sehr viel, aber sie machen sich halt unglaubwürdig, wenn sie jetzt alles anzweifeln. Also sehr, sehr viele. Da bin ich mir zu 1000% sicher. Und es ist ja so, dass meistens eben die älteren Ärzte, die sich wahrscheinlich denken, ich habe nichts mehr zu verlieren, wirklich auch öffentlich auch sprechen und einfach sagen, was für wirklich für ein Riesenverbrechen eigentlich begangen wurde. Und ich hoffe, dass einfach mehr Unterstützung von der Regierung kommt. Ja, das hoffe ich wirklich von ganzem Herzen für alle Betroffene.